meinwienerblut.at ist eine Videoplattform, die quasi eine Antwort ist auf den Begriff Wiener Blut aus HC Straches Wiener Wahlkampf. Auf dieser Plattform werden Videorezepte gesammelt, gekocht von Menschen mit Lebensmittelpunkt in Wien, deren Wurzeln aber woanders liegen, nämlich innerhalb und auch außerhalb Österreichs. Birgit Parade, was wollen Sie damit erreichen? Das genaue Ziel dahinter ist es zu zeigen, dass Wien gerade durch die Vielfältigkeit der Nationen und die Vielfältigkeit der Kulturen, die hier zusammenkommen, zu einem ganz besonderen Ort geworden ist. Nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Ja, sehr großartig. Also ich könnte zum Beispiel Persisch kochen, also wenn ich es könnte. Aber wenn Sie mitkochen wollen, Sie werden dabei gefilmt und das Filmchen kommt dann auf die Plattform. Und Birgit, Sie haben ja selbst auch mitgemacht, gell? Ich bin selbst sehr nervös, wie wir es gemacht haben. Ja. Ich habe selber Buchteln gekocht. Es war dann weniger schlimm, als man sich gedacht hat. Man vergisst dann im Kochen sehr schnell, dass da eine Kamera mit dabei ist. Und es ist eine sehr kleine Runde. Also es sind ein Kameramann da und jemand, der sozusagen mitorganisiert. Wenn man dennoch unsicher ist, dann kann man sich gern Verstärkung mitnehmen und zu zweit kochen. Der Markus zum Beispiel, der kocht allein. Ich zeige Ihnen heute ein altes Familienrezept von meiner Großmutter, die kam aus Lackenhof aus Niederösterreich. Beim Restelverwerten war sie ganz groß. Was sie gerne gemacht hat, war einen Semmelschmarrn. Und ich habe natürlich auch gern gegessen. Recht so. Also wenn Sie Lust bekommen haben, da auch mitzumachen, wir haben alle Infos für Sie auf unserer Homepage auf arabella.at.